August 2022. Wir bestellen uns 10 Kleidungsstücke bei dem größten Mode-Online-Händler Europas, Zalando. Zalando wirbt mit bunten und aufwendigen Werbespots damit, nicht nur Mode, sondern Glücksmomente zu verkaufen und einen coolen Lifestyle. Gleichzeitig versprechen sie Nachhaltigkeit und damit bewusst mit der Umwelt umzugehen. Das zeigen sie hier auf ihrem YouTube-Kanal. Wir wollen herausfinden, was wirklich mit der Zalando-Retoure passiert. Und deswegen bestelle ich jetzt hier im Zalando-Shop 10 Kleidungsstücke. Und da ist wirklich alles dabei. Ich bestelle ein Bikini, eine Down-Weste, ein dicker Winterparker, aber auch Kinderkleidung wie so ein Strampler. Also durch jede Saison ist alles dabei. Bei 4 der Kleidungsstücke steht, dass sie nicht von Zalando direkt, sondern über Partner verschickt werden. Warum das wichtig ist, erfahrt ihr später. 2021 gingen bei Zalando mehr als 250 Millionen Bestellungen ein. 50% davon wurden im Durchschnitt retourniert, so Zalando. Das ist für die Kundinnen und Kunden kostenlos. Und sie haben dafür 100 Tage Zeit. Wir möchten herausfinden, was wirklich mit den Retouren passiert. Und zwar gemeinsam mit der Wochenzeitung Die Zeit und dem Hamburger Recherche-Startup Flip. Zalando wirbt auf seiner Website mit einem großen Versprechen. 97% der Retouren sollen wieder über den Zalando-Online-Shop verkauft werden. Und der Rest? Auf der Zalando-Homepage ist nur die Rede vom Verkauf in Zalando-Outlets, in der Zalando-Lounge oder von Spenden. Nur ein Bruchteil, genauer gesagt weniger als 0,05%, soll im Ausnahmefall entsorgt werden. Zum Beispiel, wenn es aus gesundheitlichen Gründen erforderlich sei. Zalando selbst sagt, dass ihre Strategie eine netto-positive, also gute Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben soll. Doch stimmt das wirklich? Um das zu überprüfen, holen wir uns Unterstützung vom Greenpeace-Investigativteam. Sie sind inhaltlich nicht in die Recherche eingebunden, aber haben das technische Wissen. Wir wollen unsere Kleidungsstücke nämlich wieder zurückschicken. Aber bevor wir das tun, statten wir sie mit GPS- und Bluetooth-Trackern aus, damit wir ihre Transportwege verfolgen können. Kannst du noch mal erklären, wie genau das aufgebaut ist? Also ich glaube, hier erkenne ich eine SIM-Karte. Ist das richtig, ja? Ja, das ist richtig. Genau, das ist die SIM-Karte. Und das hier gehört zum GPS-System. Das ist mit der GPS-Antenne hier auf der Rückseite verbunden. Mhm. Darüber kriegen wir über die Satelliten dann die genauen Positionsdaten rein. Wir verstecken in jedem Kleidungsstück einen der Tracker. Und weil ich selbst gelernte Bekleidungstechnikerin bin, nähe ich die Sender selbst ein. Beim Hochheben sieht und spürt man die Tracker nicht. Aber wenn man das Kleidungsstück anzieht, auf jeden Fall. Deswegen nähen wir zu den Trackern auch eine kleine Nachricht mit ein, auf der wir die Recherche offenlegen. Wenn wir den Verdacht haben, dass ein Artikel bei einer Privatperson landet, dann schalten wir den Tracker ab. Denn wir wollen mit der Recherche keine Person tracken, sondern herausfinden, was wirklich mit der Zalando-Retoure passiert. Wir verfolgen die Tracker über mehrere Monate. Manchmal bekommen wir mehrere Signale an einem Tag. Manchmal passiert nichts. Wir sehen, dass einige Tracker richtig lange Wege durch Europa nehmen. Warum das so ist, werden wir erst am Ende unserer Recherche erfahren. Wie denkst du über Retouren? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du Mode online bestellst? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade die Route an, die einer von unseren Tracker zurückgelegt hat. Also es ist jetzt ungefähr 3 Monate her, dass ich den Artikel retourniert habe. Und der ist innerhalb von diesen 3 Monaten wirklich einmal quer durch Europa gegangen. Also von Berlin zurück nach Polen, wieder nach Deutschland, zurück nach Polen. Und am Ende ist der Tracker jetzt in Spanien gelandet. Und ich finde es wirklich krass, wie viele Kilometer der zurückgelegt hat. Eingetracktes Kleid geht erst nach Polen und landet dann in Darmstadt. Hier bewegt es sich über Monate nicht mehr weg. Wir fahren hin, um zu schauen, wo genau unsere Retoure gelandet ist. Hier liegt das Blusenkleid, und zwar schon seit über 2 Monaten, was wie eine Wohnsiedlung aussieht. Aber im Gewerberegister haben wir recherchieren können, dass hier ein Import-Export-Handel angemeldet ist, und zwar genau bei der Adresse, bei der laut dieser App auch unser Tracker liegt. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, ob ich da vor Ort jemanden finde. Genau an dieser Tür schlägt das Signal am stärksten aus. Wir klingeln mehrmals. Es dauert. Aber irgendwann meldet sich jemand über die Gegensprechanlage.
Ich wollte Sie was fragen zum Thema Retouren. Wegen Retouren? Ja, genau, von Kleidung. Weil Sie ja auch einen Import-Export-Handel angemeldet haben. Warten Sie. Ja. Ich komme runter. Okay. Der Mann sagt, dass er nicht mit Zalando Ware handle und nur nach China exportiere. Seine Aussage können wir nicht weiter überprüfen. Doch die App zeigt, dass das Tracker-Signal hier am stärksten ist. Also klingen wir alle 7 Stockwerke ab. Bis auf ein paar wenige Bewohner machen uns alle die Tür auf. Entschuldigung, ja. Ich bin Journalistin und recherchiere gerade zum Thema Kleidung und Retouren. Oh, okay. Und ich habe eine Frage. Haben Sie in den letzten 3 Monaten bei Zalando was bestellt? Ich nicht. Niemand hier will das Kleid bestellt haben. Über die nächsten Monate bekommen wir aber weitere Signale von dieser Adresse. Der Gedanke lässt uns nicht los, dass es womöglich Leute gibt, die mit Zalando-Ware handeln. Kann das sein? Wie passt das zum großen Versprechen auf der Zalando-Homepage, dass 97% der Retouren im Zalando-Shop wieder verkauft werden sollen? Wir recherchieren auf verschiedenen Seiten für Restposten und Retouren. Auf einer Seite finden wir tatsächlich Waren von Zalando, die dort von mehreren Händlern zum Verkauf angeboten werden. Wir rufen sie an. Hallo, Herr Maywald, guten Tag. Ich habe bei Mercandi Ihr Angebot für die Zalando B-Ware gesehen mit einem Kilopreis von 17,50. Ja, die ist ausverkauft. Der Händler erzählt uns, dass Retouren von Zalando extrem beliebt und immer sehr schnell ausverkauft seien. Also können Sie auch garantieren, dass es Zalando-Ware ist, oder? Ja, wir arbeiten schon seit 8 Jahren mit denen zusammen. Wir erinnern uns. So gut wie alle Retouren sollen laut Zalando-Homepage wieder im eigenen Shop verkauft werden. Nur ein kleiner Teil werde in den Zalando-Outlets oder in der Zalando-Lounge wieder verkauft oder an Organisationen gespendet. Ein noch kleinerer Teil werde vernichtet. Anscheinend werden aber massenhaft Zalando-Waren an Großhändler verkauft. Wieso ist das so? Und kann es das Geschäftsmodell geben, wenn auf der Homepage keine Rede ist von Großhandelspartnern? Während unserer Recherche kommen wir noch häufiger mit Menschen in Kontakt, die mit Zalando-Ware handeln. Doch die wenigsten wollen mit uns reden. Dann finden wir jemanden, der sich in dem Business ziemlich gut auskennt. Mohamed Mama. Er nennt sich selbst Retourenprofi. Wir können ihn überreden, offen vor der Kamera mit uns zu sprechen. Wir sind quasi die Mülldeponie für Leute, die mit ihren Retouren nichts mehr anfangen zu wissen. Zum Beispiel Zalando. Von denen bekomme er häufiger Ware angeboten. Er bezahle eine bestimmte Summe pro Palette, die viel geringer sei als der eigentliche Warenwert. Dann sorge er dafür, dass die Ware nicht mehr im Kernmarkt, also Europa, auftauche. Also, so wie es jede Marke möchte, die möchten natürlich ihren Ruf beibehalten, die möchten die Ware nicht unter Preis verkaufen. Und wenn jetzt jemand bei eBay oder irgendwo im Onlinehandel auf einmal eine Jacke verkauft, die normalerweise bei Zalando 800 € kostet und auf einmal landet die da für 200 €, wäre das nicht ganz klug. Und deswegen verlangen sehr viele Hersteller oder Verkäufer, dass deren Ware wirklich weit wegkommt. Und dafür sind wir genau der richtige Partner als Zweitvermarkter. Unsere Ware landet dann im Export. Die Ware, die Mama von Zalando abkaufe, verkaufe er vor allem an Händler in Länder wie Libyen, dem Libanon oder Irak. Und außer, dass ihr das nicht innerhalb von Europa verkaufen dürft, stellt Zalando da noch irgendwelche anderen Ansprüche, dass man merkt, dass denen das wichtig ist, wo wird das verkauft? Oder ist der einzige, quasi die einzige Auflage, es darf nicht wieder in Europa auftauchen? Also ich sag mal Folgendes, man ist ja irgendwie an einer Geschäftsbeziehung interessiert. Man versucht natürlich, das wirklich darzulegen, dass man diese Ware auch in diese Drittländer verkauft. Dazu sucht sich ein Hersteller natürlich einen seriösen Partner, damit er sich auf diesen auch verlassen kann. Also das ist ganz klar. Also die Auflagen sind definitiv, dass die Ware halt raus soll. Sonst gibt es keine andere Auflagen. Nein. Zalando erwähnt das auf der Homepage nicht. Unsere Recherchen zeigen aber, Retouren werden nicht nur in den Zalando Outlets bzw. in der Lounge wieder angeboten oder an Organisationen gespendet, sondern auch über verschiedene Händler weiterverkauft. Ob die weiterverkauften Kleidungsstücke also in einem Geschäft oder nicht doch auf einer Mülldeponie landen, das scheint Zalando laut Retourenhändler Mama nicht zu überprüfen. Wir wollten von dem Unternehmen wissen, ob es wirklich Retouren an Großhandelspartner weiterverkauft. Das räumt Zalando auf unsere Nachfrage hin tatsächlich ein.
Zusätzlich nutzen wir die Möglichkeit, Restbestände an Großhandelspartner zu verkaufen, um die Zerstörung von Waren zu vermeiden, wenn diese in ihrer ursprünglichen Form noch weiterhin nutzbar sind. Okay, krass. Wir finden, Zalando erweckt öffentlich einen ganz anderen Eindruck. Wir finden, dass das eine wichtige Info für den Verbraucher ist. Deswegen haben wir Zalando gefragt, warum diese Information nicht öffentlich auf der Internetseite genannt wird. Das Unternehmen schreibt uns, es werde unsere Anregung intern diskutieren und prüfen, inwiefern es sich um eine Information handele, die auch für die Website interessant ist. Wir beobachten die Tracker nun schon seit mehreren Monaten. Also wir sind jetzt auf dem Weg nach Polen und verfolgen da einen Tracker, der da mittlerweile seit fast 4 Monaten liegt und ungefähr 4 Tage nach der Retoure dort angekommen ist und sich seitdem nicht mehr bewegt hat. Und wir schauen jetzt einfach mal, wo der Tracker da sein könnte. Jetzt müssen wir, da hinten steht Renus Logistik. Also da soll der Tracker sein. Das ist riesig. Ich sehe das Ende nicht mal. Das ist riesig. Dieser Tracker, den wir in ein Bikini eingenäht haben, liegt laut unserer App hier, in einem Logistikzentrum. Ganz schön leise. Eine Person ist da hinten. Das Eigenartige an dieser Spur, obwohl der Bikini seit unserer Rücksendung hier liegt, ist er im Shop ausverkauft. Und nicht nur das, Zalando hat den Bikini komplett aus dem Sortiment genommen. Also ich glaube, die wenigsten Menschen kaufen Bikini im Winter und genauso scheint es auch bei diesem Bikini gewesen zu sein. Wir haben den im Herbst, Ende des Herbstes bestellt und jetzt über die ganzen Wintermonate, also über 4 Monate, wurde der Bikini halt nicht verkauft. Und da ist eben die Frage, wie will Zalando das Versprechen einhalten? Nach 100 Tagen Rückgaberecht und in den verschiedenen Saisons, in denen man bestellen kann, dass man da wirklich immer die Retoure wieder zurück in den Online-Shop stellt und sie auch wieder eingekauft wird. Das scheint bei dem Bikini auf jeden Fall nicht geklappt zu haben. Dass der je einen Kunden erreicht hat, können wir somit ausschließen. 3 weitere Tracker sind auf ähnliche Weise verendet. Im Shop ausverkauft und dennoch stecken sie monatelang in Logistikzentren fest. Was uns beim Blick auf die Routen unserer Tracker noch auffällt, 7 von 10 Trackern haben am Anfang ihrer Reise mindestens einmal ein Signal aus Polen gesendet, bevor sie sich quer durch Europa verstreut haben. Ein Ort, an dem viele Tracker gelandet sind, heißt Gatno. Wir finden heraus, dass hier Zalando-Retouren bearbeitet werden. Betrieben wird das Zentrum von einem Dienstleister im Auftrag von Zalando. Wir fahren hin. Dafür holen wir uns die Unterstützung von unserer Kollegin Sophie Rebmann. Mit Sophie habe ich schon mal zu Retouren recherchiert. Sie kennt sich gut aus und sie spricht fließend Polnisch. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben gerade Pause und rauchen. Wir wollen von Ihnen wissen, was hier mit den Retouren passiert. Doch kaum jemand kann oder will uns mehr dazu erzählen. Dann aber haben wir doch noch Glück und treffen auf eine Arbeiterin, die sagt, dass sie vor 3 Jahren in der Retourenabteilung gearbeitet habe. Sie erzählt, dass sie die ankommenden Retouren auf Haare oder Geruch prüfen musste. War die Retoure verdreckt, habe sie versucht, die Kleidung mit einem Schwamm oder einer Fusselbürste zu reinigen, um sie danach wieder einzupacken. Kleidung, die sie nicht mehr mit dem kleinen Schwamm säubern konnte, sei in einen Container und dann weggekommen. Außerdem erzählt sie uns, dass sie eine Norm habe erfüllen müssen. Diese Norm ist laut der Arbeiterin Jahr für Jahr weiter gestiegen. Genauso wie auch die Retoure Jahr für Jahr mehr wurde. Es gibt sicherlich Flecken, die in kurzer Zeit oberflächlich entfernt werden können. Für vieles braucht man aber sehr viel mehr Zeit. Und das kostet Zalando vor allem Geld, sagt uns Thomas Fischer. Er beschäftigt sich bei der Deutschen Umwelthilfe mit Kreislaufwirtschaft und der Textilbranche. Insofern ist es aus unternehmerischer Sicht für große Online-Händler eher unattraktiv, die günstige Ware anbieten, eher unattraktiv, da noch viel Geld reinzustecken, sich Ware genau anzuschauen, zu bewerten und gegebenenfalls wieder aufzubereiten. Ökologisch ist das allerdings nicht. Wir haben Zalando mit den Aussagen der Arbeiterin konfrontiert. Der Standort werde eigenständig durch einen Logistikdienstleister betrieben. Der wiederum antwortet uns, dass es keine Norm gebe, sondern Richtwerte. Und wer diese erfülle, bekomme einen Bonus.
Zalando sagt uns, dass aufwendige Reparaturen an einem anderen Standort als in Gatno stattfinden würden. Wir sind jetzt hier am nächstgelegenen Wohnort, direkt in der Nähe vom Logistikzentrum von Zalando. Man kann den Schriftzug da hinten noch am Horizont erkennen. Und hier drüben sind Wohnblöcke, in denen wohl einige Menschen leben sollen, die für Zalando arbeiten. Das haben wir gestern vor dem Logistikzentrum erfahren. Und wir wollen jetzt einfach mal im Ort schauen, ob wir auf Menschen treffen, die uns was über Zalando erzählen können. Wir sprechen viele Leute an. Fast jede und jeder hier arbeitet selbst im Logistikzentrum Gatno oder kennt Personen, die dort angestellt sind. Zum Beispiel diese Frau. Sie zeigt uns, wo einige dieser Arbeiterinnen und Arbeiter wohnen. Sie schreibt sich auch unsere Nummer auf, falls sie noch jemanden findet, der mit uns sprechen möchte. Wir durchkämmen den Ort, klopfen an Türen und versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Haben aber leider keinen Erfolg. Die Menschen wollen nicht mit uns sprechen. Und es hat sich jetzt hier auch im Dorf schon rumgesprochen, dass wir da sind, dass wir rumlaufen. Dann treffen wir in Gatno doch noch eine Frau, die uns von ihren Erfahrungen im Logistikzentrum berichten möchte. Wir nennen sie Susanna. Sie sagt, sie habe bis 2020 in der Retoure gearbeitet. Sie schildert uns, wie das abgelaufen sei. Sie hat gesagt, der Großteil der Waren, die ankommt, sind gut und können weiterverkauft werden. Aber der einzelne Teil, die kommen, sind dreckig, stinken und können dann nicht weiterverkauft werden. Ich frage, was dann damit passiert. Also Tierhaare haben wir mit einer Fusselrolle entfernt. Kleinere Säuberungen haben wir mit einem Schwamm gemacht. Manche Sachen sind auch gar nicht dreckig, sondern riechen nach dem Parfüm, das die Kunden getragen haben. Wenn es so riecht oder mehr geputzt werden musste, dann ging das entweder in den Müll oder irgendwo anders hin. Ich weiß nicht wo. Also sie hat gesagt, 20-30% sind Müll gewesen. So viel in den Müll? Kann das sein? Susanna hat uns erzählt, dass für das Entsorgen eine Führungsperson zuständig gewesen sei. Später am Abend erhalten wir einen Anruf. Plötzlich wollen immer mehr Leute mit uns über Zalando reden. Diesmal auch eine ehemalige Logistikmitarbeiterin. Sie habe genau in dieser Führungsposition gearbeitet, in der sie auch für die Entsorgung zuständig gewesen sei. Manchmal hat man der Ware schon beim Öffnen der Kartons angesehen oder gerochen, dass sie getragen wurden. Das konnten wir so nicht mehr annehmen. Wir sind dann zu dritt, also ich als Teamleaderin, ein Chef und ein Problemsolver, mit dem Karton nach hinten gegangen und dann haben wir die Ware in den Müll geworfen. Das wurde geschreddert. Waren werden vernichtet? Wirklich? Zur Erinnerung. Zalando behauptet, retournierte Kleidung werde nach entsprechender Prüfung sowie sorgfältiger Aufarbeitung wieder über den Zalando-Shop verkauft. Nun haben wir schon zweimal gehört, Zalando entsorge Retouren, die nach Parfüm riechen. Kann das sein? Wir fragen bei dem Unternehmen nach. Nur in Ausnahmefällen, bei ca. 0,05% der retournierten Kleidungsstücke, sind wir verpflichtet, Artikel zu vernichten. Zum Beispiel, wenn dies aus gesundheitlichen oder gesetzlichen Gründen, zum Beispiel im Falle von Produktrückrufen bei Überschreitung von Grenzwerten, Schadstoffbelastung, Schädlingsbefall oder Ähnlichem notwendig ist. Parfümgeruch zählt im Übrigen nicht zu diesen Gründen. Sofern KundInnen Geruch als Retourengrund angeben, reinigen wir den entsprechenden Artikel. Verursachen KundInnen den Geruch selbst, klärt unser Kundenservice den Fall. In der Regel Ablehnung der Retoure und Rücksendung. Zalando dementiert, dass Kleidung mit Parfümgeruch entsorgt werde. Was stimmt? Wir gehen dem weiter nach. Was hat sie gesagt? Ja, sie hat gesagt, sie war dabei, wie dieser Container umgekippt wurde, die Klamotten alle in so eine, das war eine blaue Röhre, reingekommen sind, da geschreddert wurden und an der Vorderseite vom Gebäude in so einen Container gelandet sind. Okay, und was waren das für Röhren? Hat sie die irgendwie beschrieben? Ja, sie hat gesagt, es sind blaue Röhren mit Stena oben drauf geschrieben. Wir wollen die Röhren selbst sehen, die uns am Telefon beschrieben werden und fahren am nächsten Tag nochmal zu Zalando. Mittlerweile haben wir uns auch über das Unternehmen schlau gemacht. Stena ist ein schwedisches Unternehmen, das unter anderem auch Kleidung recycelt. Als wir bei Zalando ankommen, fährt gerade ein LKW auf, der die Aufschrift von Stena trägt. Und die Röhren sehen wir auch. Was ist das für ein Container? Stena. Stena Recycling. Okay. Der fährt jetzt aber dahin. Willst du noch mal einmal abbiegen in diesen Dings rein? Nach links oder nach rechts? Fahr einfach einmal da rein. Da
ist er. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Da ist er. Da ist der Stena-Container. Stena Recycling. Wir können hier am Logistikzentrum auch Röhren sehen, die direkt in diese Recycling-Container hereinführen. Und wir warten jetzt hier gerade mal und schauen, ob der LKW auch wieder vom Werksgelände runterfährt und wir ihn vielleicht verfolgen können. Wir beobachten aus der Ferne, wie ein LKW neue Container absetzt und die alten Container aufnimmt. Dann fährt der LKW voll beladen los. Okay, er fährt los. Jetzt geht's los. Wir verfolgen ihn ca. 10 Kilometer, bis er zu einem Recyclinghof abbiegt. Was dort vom Zalando-Gebäude abtransportiert wurde, sehen wir nicht. Sind es auch Kleidungsstücke, so wie es die Informantin erzählt hat? Wir haben Stena kontaktiert. Sie haben uns an Zalando verwiesen. Zalando bestätigt uns, dass Stena ein Vertragspartner des Logistikzentrums sei. Allerdings recycelte das Unternehmen für Zalando fast nur Verpackungsmaterial. Lediglich 0,22% der Materialien seien Textilien, die aus gesundheitlichen Gründen vernichtet werden müssten, so Zalando. Unsere Informanten haben es uns anders berichtet. Zurück in Berlin können wir nach vielen Vorgesprächen einen für die Recherche wichtigen Informanten zu einem Interview überzeugen. Er hat nach eigenen Aussagen lange bei Zalando gearbeitet und geholfen, Logistikzentren in Deutschland, Polen, den Niederlanden und Italien mit aufzubauen. Als wir ihm von unseren Erfahrungen in Polen erzählen, stimmte er im Interview zu. Denn was er dort erlebt habe, sei auch der Grund gewesen, warum er 2020 bei Zalando gekündigt habe. Wenn eine Ware zurückkommt, dann gucke ich mir das erstmal an. Dann muss ich daran riechen. Wurde sie getragen oder ist sie komplett verraucht? Ist da ein Brandloch drin oder ist da ein Knopf abgerissen? Wenn zum Beispiel ein Knopf abgerissen ist, kann man versuchen, den wieder anzunähen. Aber das ist eine sehr kleinteilige Arbeit. Und am Ende bleibt das Produkt aus Zalando-Sicht ja trotzdem gebraucht. Deswegen hat man sich entschieden, ab einem bestimmten Warenwert wird der Artikel nicht mehr angefasst. Ich weiß nicht mehr, wie hoch die Schwelle war, 40 oder 20 Euro. Man hat dann angefangen, alles, was darunter liegt, vor Ort zu vernichten. Und hast du denn damals das Gefühl gehabt, dass du in einem Unternehmen arbeitest, das auf dem Weg war, nachhaltig zu sein oder nachhaltig war? Nein, null. Alles, was Zalando macht, ist letztendlich Marketing. Diese ganze Nachhaltigkeitsstrategie wird halt von der Öffentlichkeit verlangt. Aber das ist nicht die Kern-DNA von Zalando. Und das wollen die, glaube ich, auch nicht sein. Sie haben in den 3,5 Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, niemals danach gehandelt und gelebt. Harte Vorwürfe. Wir haben Zalando gebeten, dazu Stellung zu beziehen. Das Unternehmen sagt, die retournierten Kleidungsstücke werden, völlig unabhängig von ihrem tatsächlichen Warenwert, bei uns sorgfältig in einem Standardverfahren geprüft und sortiert. Erst auf unsere Nachfrage hin räumt Zalando noch etwas Überraschendes ein. Das Versprechen, rund 97% der zurückgesendeten Kleidungsstücke wieder über den Zalando-Shop zu verkaufen, beziehe sich nur auf einen Teil der Retouren. Zur Erinnerung, 4 unserer Kleidungsstücke wurden nicht von Zalando selbst, sondern über Partner verschickt. Von denen gäbe es insgesamt rund 1.600. Nur rund die Hälfte davon wickele Retouren direkt über Zalando ab. Im Klartext, für die andere Hälfte gilt das Versprechen von Zalando dann offenbar gar nicht. Auch davon kein Wort auf der Zalando-Homepage mit dem großen Nachhaltigkeitsversprechen. Wir finden, da führt Zalando seine Kunden gehörig in die Irre. In Zalandos Geschäftsbericht heißt es, alle Lieferungen und Retouren seien klimaneutral. Unsere Tracker zeigen, sie haben lange Wege zurückgelegt, quer durch Europa. Der Bikini ist anscheinend in Polen in einem Logistikzentrum gestrandet. Das Top liegt laut Tracker in der Nähe eines Hafens in Italien, die blaue Weste in der Slowakei. In Spanien landete die grüne Weste, die Blumenhose in Belgien und der Babystrampler in Schweden. Die meisten Signale kommen aus Industriegebieten. Die Cargohose und der Parker sind zu Zalando-Partnern in Deutschland zurückgegangen. Wir haben die Retouren im September aufgegeben. Stand heute sind alle bis auf eines unserer getrackten Kleidungsstücke nicht mehr im Zalando-Shop erhältlich. Die Retouren legen unfassbare Strecken zurück. Die grüne Weste, die Zalando für 39,99 Euro verkauft, hat bis jetzt mindestens 7000 Kilometer hinter sich. Das ist fast so viel wie die Luftlinie von Berlin nach Chicago. Warum reisen die Retouren so weit?
Wir zeigen die Routen einem Experten. Er vermutet ein System hinter den langen Wegen der Retouren. Eigentlich würde ich es gerne in Deutschland verkaufen, aber da ist gerade kein Platz. Also geht es erstmal die Schleife nach Stockholm, wenn es da zwischenzeitlich verkauft wird, dann gut. Und wenn nicht, dann wird es wieder umgelagert, weil dann da die Wahrscheinlichkeit annimmt. Björn Asdecker forscht zu Retourenmanagement an der Universität Bamberg. Sein Team und er nehmen die großen Online-Plattformen genauer unter die Lupe. Er sagt, dass Unternehmen wie Zalando mittels künstlicher Intelligenz berechneten, wo die Kleidungsstücke am wahrscheinlichsten wieder bestellt würden. Anstatt sie dann in einem Logistikzentrum zu lagern, wandern die Retouren laut Asdecker kreuz und quer durch Europa. Der LKW ist im Endeffekt ein Lager auch für Zalando. Zalando erklärt die Transportwege damit, dass die Retouren dorthin verteilt würden, wo ein Wiederverkauf besonders wahrscheinlich sei. Aber die Kehrseite davon ist ja, also bei diesem haben wir das mal grob überschlagen, das Kleidungsstück hat irgendwie 7000 Kilometer zurückgelegt. Das sind ja wahnsinnige CO2-Emissionen, die durch diese ständige Bewegung entstehen, oder? Was ist da Ihre Einschätzung? Ja, kann man ganz knapp beantworten, ja. Ich meine, das ist halt die, man könnte sagen, die dunkle Seite des E-Commerce. Mhm. Wir haben hier eine Blackbox und diese Blackbox ermöglicht es mir, Dinge zu tun, die der Kunde, der möglicherweise kritisch darüber nachdenken würde, nicht mitbekommt. Ja. Und dann wird aus dieser Nachhaltigkeitstriangulation nur noch eine Dimension, nämlich die ökonomische, ne? Also das Geldverdienen hier. Mhm. Mein Credo ist, dass es sowas hier eigentlich nicht geben dürfte, wenn man sich im gleichen Atemzug Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt. Also würden Sie sagen, mit so einer Retourenpolitik zu sagen, dass man eine nachhaltige Modeplattform sein will mit netto positiver Auswirkung, vor allem auch auf die Umwelt, was ist es für Sie in Ihren Augen überhaupt möglich? Für mich ist das ein Beispiel dafür, dass Firmen diesen Nachhaltigkeitsbegriff in gewisser Weise vergewaltigen, weil Nachhaltigkeit auch bei Zalando auf dem Papier erreicht wird. Ja, könnte man das wahrscheinlich als Greenwashing bezeichnen. Unsere 10 retournierten Kleidungsstücke haben zusammen fast 29.000 Kilometer zurückgelegt. Auch wenn Zalando verspricht, CO2-Emissionen teilweise zu reduzieren und zu kompensieren, unsere Tracker-Recherche belegt lange und unnötige Transportwege. Zalando täuscht mit seinem Nachhaltigkeitsversprechen die Kunden. Wir haben Zalando für ein Interview angefragt. Sie haben abgelehnt und unsere Fragen schriftlich beantwortet. Auf den Vorwurf, dass das Unternehmen Greenwashing betreibe und seine Kunden täusche, haben wir keine konkrete Antwort erhalten. Zalando wirbt damit, eine nachhaltige Modeplattform zu sein, die gute Auswirkungen auf Mensch und Erde hat. Das Unternehmen verspricht den Kundinnen und Kunden, 97% ihrer Retoure wieder über den Onlineshop zu verkaufen. Dass dabei Produkte von rund 800 Partnerunternehmen nicht mitzählen, wird auf der Zalando-Homepage verschwiegen. Ebenfalls unter den Tisch fallen lässt Zalando hier, dass im großen Stil Waren an Großhändler per Kilopreis verkauft werden, die teilweise tausende Kilometer durch die ganze Welt transportiert werden. Was wir während der Recherche erfahren haben, zeigt, das Unternehmen bricht nicht nur Nachhaltigkeitsversprechen, es täuscht seine Kunden, weil es Wesentliches auf der Homepage verschweigt. Und es schickt die Retouren auf unnötige Wege quer durch Europa. Und das offenbar ohne Rücksicht auf die Umwelt. Hier gelangt ihr zu der letzten Vollbild-Reportage, in der wir neue und perfide Methoden aufdecken, mit denen Pädokriminelle versuchen, an Kinder zu kommen. Hier kommt ihr zu einem Film von Steuerung F. Die Kollegen haben ebenfalls mit Trackern versucht herauszufinden, was mit Sneakern passiert. Abonniert diesen Kanal für weitere spannende Recherchen von Vollbild.